So, hallo Leute, hier ist wieder euer Tiger die Check und die Leute, die von Sarazas Video kommen, heiße ich natürlich herzlich willkommen. Tach Leute, vielen Dank, dass ihr auf meinen Kanal gefunden habt. Und ja, warum ich die Leute jetzt von Saraza grüße, weil Saraza hat ein Video rausgebracht. Zeige dein Let's Play. Ja, also diese Aktion gestartet, um unbekannte Let's Player zu pushen. Finde ich übrigens sehr cool von ihm. Und die Leute, die sich interessieren, mit was ich mich da eigentlich beworben habe, es ist Fable 3. Gut, Fable 3 ist sehr cool, weil es kommt bei Sarazas Publikum wirklich gut an. Ist wirklich sehr gut an. Man sieht deutlich an die Klickszahl, immer mehr Klickszahl hat das, sehe ich auf meinem Kanal jetzt Samstag. Und ja, vielleicht sind manche auch so cool und sagen, ja, der Let's Player gefällt mir, der hat eine gute Stimme, der hat's drauf. Den verfolge ich weiter. Und mir hat eine YouTuberin geschrieben, und das ist jetzt kein Scherz, eine die Texte und Bilder zu Liedern macht. Also wie beschreibt man das jetzt? Ihre Aktualisation in Lieder anpasst, zum Beispiel wenn sie traurig ist, wenn sie als in traurig ist, hasst ein hassiges Lied und so weiter und so fort. Großteil in Form des Deutschrap, was mir sehr gut gefällt. Also mir gefällt sowas, Leute, kein Scherz. Ich finde sowas auch ziemlich cool, dass man es auch mal sowas gibt von YouTube. Und sie hat geschrieben, ich habe eine sehr sympathische Stimme. Auch wenn man es nicht hört. Ich entwickle für andere Leute Sympathie, ich kann es auch nicht glauben. Let's Player, neben dem Computer ist der Let's Player die Stimme seine Waffe. Falsch formuliert, Grammatik, ich habe studiert. Und ja, Sarazas Let's Play Sektion. Er hat gesagt, er will Let's Player fördern. Ihr könnt sich drauf bewerben. Ich habe die Chance ergriffen, Leute. Sollten unter euch Let's Player sein, sucht bei Sarazar, zeige dein Let's Play. Und dann, bam, haut es rein. Es macht gute Klickszahl. Und hoffe, da kommen auch ein paar Abos mehr. Weil wirklich mein Ziel ist es wirklich, die 100 Abo-Marke zu knacken. Wenn ich 100 erwischt habe, werde ich ausflippen. Also es ist kein Scherz, ich werde wirklich ausflippen. Nicht die 100 erwischt habe. Ich werde, keine Ahnung, in der Arbeit irgendeinen Unsinn anstellen. Ich werde, wenn ich saufen gehe, mit den Leuten irgendwas spendieren. Moment mal, kein Eimer. Den könnt ihr ja vergessen, den Eimer. Ja, gut. Und ja, inzwischen sind wir gerade nicht einmal bei der Hälfte. Ich habe gerade mal das Viertel geschafft von meinem Ziel. Ich schwebe zurzeit auf 29 Abonnenten. Pam, wenig. Ich weiß, dass das auch wenig ist. Ui, ein Transportschiff. Ui, ein Kriegsschiff. Ui, ein Hafen. Ausladen den Shit. Nick zu den Shit. Alle Mann auf den Verzack. Zack, 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 zack. Und so war es. Sieht ein wirkliches Gemetzel aus, Leute. Also das ist wirklich es noch Age of Empires. Noch, ihr seht, dass ich noch betone. Mal gleich Verstärkung noch. Weil die Gründe kommen auch sicher gleich, warum ich noch sage.
und schwarz einmal quer durch den Hals geholzt. Ei, der Grund ist noch. Der PC macht in Age of Empires was ziemlich Fieses. Ich finde es nämlich ziemlich fies, was er tut. Und das müsste gleich anrollen, während wir hier rum angreifen. Wenn hier wir hier einmarschieren. Ich glaube, das ist sogar schon auf der Karte. Ja, ist es. Da seht euch das an. Ich hasse Katapulte, wenn der Gegner sie einsetzt. Weil sie sind ein Scheiß. Es ist eine Scheißaktion, die Katapulte. Und sämtliche Punkte dagegen sind wirklich fies. Also man kann mit Katapulten kaum was anfangen. Nix kaputt machen. Nur gegenseitig Katapulte. Sprachfehler, Katapulte machen. Und das ist ziemlich fies am Rande. Da seht, die hauen wirklich mit einem Schlag eine Einheit weg. Egal wie gut gepanzert die sind, ihr seht die an, die haben sechs Panzerung, die Typen, und werden von einem Katapultschlag kaputt gemacht. Na gut, von einem Schiffskanonierschlag auch. So viel zum Einmarschtrupp. Und da die Priester. Da, die machen wirklich alles kaputt. Das war nämlich der erste Angriff von mir auf ihre Festung. Und was ist übrig geblieben? Vier Terrimen. Ja, vier Kriegsschiffe. Mit dem können wir uns jetzt gerade noch verteidigen ein bisschen. Aber gegen so ein Schiff können wir uns, glaube ich, wenig noch verteidigen. Und da sieht's, Weltwunder ist auch ein bisschen weit schon. Und ja. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Verschleunigen wir das Weltwunder ein bisschen. Los, du auch, du Neger. Und ja. Leute, wir hauen hier ab, weil die haben schon wieder einen Turm aufgebaut. Und da sieht es wirklich, alles ist kaputt. Ich hasse die Kriegsmaschinen. Wenn die Typen sie einsetzen, hasse ich sie wie die Pest. Weil. Man kann doch nicht immer auf Kriegsmaschinen bauen, das ist doch nicht lustig. Na gut, vielleicht ist für den Typen schon lustig, aber ich kapiere das auch nicht, wie man, was man daran Spaß haben kann. Wir haben die Hälfte unserer Bevölkerungslimit verloren. Wir waren voll und jetzt sieht uns jetzt an. Komm, ein bisschen ärgern geht noch. Zap, zap, ab durch den Wald geholzt. Dann kommt der Bauarbeiter und will den reparieren. Da seht ihr 36, 37, 50, 51, 34, 35, 18, 19, 2, 3, bam, bam. Bam, 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 bam. Bim, 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 bim. Wieso schauen die eigentlich dazu? Gut, jetzt bauen wir uns die Kriegsmaschinen selber. Und ja, nix zu den Shit, nix zu den Shit, wenn ihr Bock habt, nix zu den Shit, nix zu den Shit, wenn ihr Bock habt, nix zu. Gut. Einwaffenreich, sehr gut. Und ja, über die Äxte und sowas kann man auch seine Fernwaffen verbauen. Das ist auch ziemlich cool. Da jetzt wollen es mehrere versuchen, weil wir uns jetzt die ganze Zeit hier wegsprengen. Ist doch niedlich. Und wir schneiden uns da jetzt eine Waldschneise rein. Na gut, für einen Angriff könnte ich einfach hier reinlatschen dann. Hätte ich einfach ins Innere reinlatschen. Hör auf, den Turm zu bauen. Hör auf, den Turm anfangen 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 zu bauen. Good chair.
Scheiß, da sind die Kriegsmaschinen schon wieder. Haut's jetzt endlich ab. Haust du jetzt ab, endlich, du Scheißding. Da, die machen sogar die Schiffe schnell kaputt. Und wir hauen mit der gleichen Geschwindigkeit rein. Und ja, deshalb hasse ich die Kriegsmaschinen. Das, Moment einmal, waren das schwer gepanzerte? Die haben die fetten Kriegsmaschinen, das ist unfair. Wo war ich stehen geblieben? Ja, hier. Rückzugsleute. Weil jetzt greifen wir vom Boot, jetzt greifen wir von See an. Da 50 Angriffsstärke. Leck mich am Zeissig. Das eine ist fast kaputt schon. Und ja. Hier haben wir noch ein bisschen Nahrung. Wenn ich spielen muss, die Fraps da waren, das sind deutlich. Und ja. Erwischt man oder erwischt man nicht? Was auspokern? Wir sind jetzt bei 35, wir haben jetzt 10 Einheiten mehr, na und? Das macht nichts. Und da sind wir jetzt, ja, im nächsten Part haben wir es fertig. Im nächsten Part steht es ja schon eine Weile. Keine Ahnung, ich habe jetzt so, ja, keine Ahnung, wie viele ich Bauarbeiter jetzt da reingemacht habe. Ein paar Stück sind sicher. Und ja, das ist einfach alles. Und mehr wird es jetzt heute nicht mehr geben in dem Part. Mal sehen, wie es weiterläuft. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Sage, mein Name ist Tiger Jack. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, Wiederschauen, reingehauen und natürlich auch Servus. Und liked mich auf Facebook.